Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hi Streaming-Fans und herzlich willkommen in einer neuen Woche. Heute ist Montag, der 28. August und wir haben wie immer drei Tipps für euch dabei. Im ersten Tipp gibt es eine musikalische Einlage, die bei Angst vor Gewitter helfen soll, aber so gar nichts für Kinder ist. Es geht um John, gespielt von Mark Wahlberg. Eigentlich ist John schon erwachsen, das merkt man ihm aber nicht immer an. Auch seine Freundin findet sein kindisches Verhalten oft nervig. Und sie findet es vor allem komisch, dass John immer noch Angst vor Donner hat. Doch damit ist John nicht alleine. Ich verstehe das nicht, Mann. Echt nicht. Du bist 35 und hast immer noch Angst, wenn es donnert? Gar nicht. Ich habe keine Angst. Ich... Donnerbuddies fürs Leben, richtig, Johnny? Auf jeden Fall. Komm, hau rein. Wir singen den Donnersong. Wenn du den Schall des Donners hörst, mach dir nicht ins Hemd. Schnapp deinen Donnerbuddy und sing ganz ungehemmt. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du Arschloch kannst mir gar nichts, du bist nur Gottes Kack. Johns Donnerbuddy ist natürlich der sprechende Teddybär Ted. Und dieser hat der gleichnamigen Komödie mit seiner obszönen Art ziemlichen Erfolg beschert. So viel sogar, dass es 3 Jahre nach dem ersten Film noch ein Sequel gab. In dem wird sogar Ted mehr oder weniger erwachsen und will seine eigene Familie gründen. Ted und Ted 2 findet ihr ab heute bei Prime Video. Jedes Jahr versammeln sich am Nürburgring tausende Tuning-Fans und gehen ihrer Leidenschaft für PS-starke Fahrzeuge nach. Bei diesem und anderen Tuner-Treffen geht's vor allem darum, allen zu zeigen, was das eigene Auto kann. Nicht zu übersehen und zu überhören. Zwischen Selbstdarstellung geht dann im Endeffekt einfach nur ums Aussehen. Und Autoliebe. Wenn du so Abgase riechst und sowas, alles ist... Mir macht das Spaß. Boah. Mittlerweile sind allerdings auch immer mehr Tuner mit knallendem Auspuff und röhrendem Motor in den Innenstädten unterwegs. Und das nervt AnwohnerInnen und andere VerkehrsteilnehmerInnen. Am Steuer der Sportwagen sitzen oft junge Männer unter 30. Vielen geht es um Aufmerksamkeit, Aufstieg und Anerkennung. Einige Poser sagen ehrlich, dass für sie das Auto ein Statussymbol ist. Ob das mit der Anerkennung immer so gut klappt, könnt ihr jetzt in der Doku Rabiat, Carporn, im Land der Poser und Tuner sehen. Ihr findet die Doku ab sofort in der ARD-Mediathek. Nach Männerfreundschaften und Autos geht's in unserem dritten Filmtipp um eine ganz besondere männliche Stimme. Rapper Antoine lebt in der Pariser Vorstadt und verbringt seine Zeit zwischen Rap-Battles und seiner ungeliebten Ausbildung. Um über die Runden zu kommen, jobbt er nebenbei noch als Sushi-Lieferant. Bei einer Auslieferung lernt er Madame Lussault kennen, die ein unentdecktes Talent an ihm wahrnimmt. Guten Tag, ich habe eine Lieferung für Josephine. Da runter und dann gleich rechts. Gut, und wo rechts? Es ist gut jetzt, Sushi. Ich glaube, du bist hier falsch. Madame. Bravo, voll gut. Kennen Sie sich ein wenig mit Opern aus? Habe ich vielleicht ein Tütü umgestellt? Ja, ja. Das hier geht raus an meinem guten Didier. Hätten Sie die Kontaktdaten der Person, die diesen Auftrag ausgeführt hat? Guten Tag. Wollen Sie darüber sprechen, wie gut mein Sushi ist? Nein, ich bin nur an Ihrer Stimme interessiert. Die Gesangslehrerin kann Antoine überzeugen, bei ihr Unterricht zu nehmen. Er willigt zwar ein, aber möchte auf keinen Fall, dass seine Familie davon erfährt. Denn die würde ihm den Ausflug in die bürgerliche Welt der Oper sicher übel nehmen. Wie lange Antoines Versteckspiel gut geht, könnt ihr in Tenor, eine Stimme, zwei Welten sehen. Den Film gibt's ab heute bei Wow. Das war's mit unseren Tipps für heute. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Und das geht zum Beispiel auch über euren Smart Speaker von Google oder Amazon, falls ihr einen habt. Dafür einfach den Detektor FM Skill installieren und dann könnt ihr Alexa oder Google Home sagen, Spiel was läuft heute von Detektor FM. Die Tipps kamen heute von Caroline Galvis, Audioproduktion Florian Drexler. Mein Name ist Anja Bolle. Ich wünsche euch noch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.